gab es eben diese Heilquelle. In so začeli razmišljati, zakaj takrat, ko je pa turizem laufal tukaj, pa je bil Niederdorf pomemben in so seveda prišli do teh izvirov vode. Die sind eigentlich, sag mal, 60 Jahre lang nur in diesen Fluss hineingeflossen und wurden nicht genutzt. Ta voda je v tem umestnem obdobju, ko turizem ni funkcioniral, stekala v te potoke in preprosto ni bila izkoriščena, izrabljena. Und dann haben wir geschaut, ob man das Ganze als Mineralwasser nutzen könnte, aber da war die Schüttung zu wenig, also zu wenig Menge. Potem so naredili verjetno analize, da bi videli, če bi to vodo lahko imeli kot mineralno vodo, visoko kakovostno zdravilno, ampak vsebnosti v tej vodi so bile prenizke, da bi do tega lahko prišli. Dann habe ich mich vor den Computer gesetzt und gegoogelt, was kann man mit Wasser alles machen. Potem pa tako, ja, preprosto sem se usedel pred računalnik in pogooglal, kaj pa se bi dalo z vodo narediti, ne? Und dann bin ich auf Kneipe gestoßen. In tako sem prišel na Kneipa. Hatte überhaupt keine Ahnung von Kneipe. Nisem imel pojma o Kneipu. Und dann habe ich gesehen, dass Bad Wörishofen in Deutschland eigentlich der Hauptort für Kneipe ist. In takrat sem se znano s tem, da je Bad Wörishofen središče Kneipa in Kneipanja. Und dann habe ich sofort doch mit dem Bürgermeister Kontakt aufgenommen. Tako je vzpostavil kontakt z županom mesta. Und habe dann festgestellt, dass man das Ganze touristisch nutzen könnte. In da bi to ugotovil in sva hitro prišla do zaključka, da bi se to lahko izkoristilo v turistične namene. Das haben wir dann den unserem Vorstand vorgeschlagen. Potem smo to v našem krogu naših mesta predlagali. Die haben mich dann als verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, wir haben ja eigentlich nur italienische Gäste, die können mit Kneipe überhaupt nichts anfangen. Ja, in se takrat v bistvu naletel na to, da z italijanskimi gosti je to bilo zelo težko predstaviti, zato ker niso imeli pojma v Kneipu, ker njim ta Kneip seveda ni blizu. Dann hat es natürlich sehr viele Diskussionen gegeben, viele Sitzungen, andere Vorschläge, was man machen könnte. Und letztendlich hat man sich dann entschieden, wir versuchen jetzt, das mit Kneipe zu machen. Ja, očitno tudi pri njih ni šlo vse tako gladko, bilo je veliko sestankov, predstavitev, različnih mnenj in vsega, ampak na koncu so se očitno vrnili k temu, da je knajpanje vredno poskusiti s knajpanjem. Wir haben dann Wasseranalysen gemacht, neue Wasseranalysen von den drei Quellen. Pristopili k temu, da so ponovno vse tri izvire vode dali na kemično analizo. Und haben dann festgestellt, dass sich eigentlich die Wasserqualität über 200 Jahre nicht geändert hat. Es hat alte Auszüge gegeben, die damals noch in Wien gemacht wurden. Und praktisch die Quellen hatten immer noch dieselbe Zusammensetzung. Analize so pokazale, da se po 200 letih, oziroma takrat, ko so bile analize narejene v tistem času na Dunaju, kvaliteta vode v izvirih ni v ničemer spremenila in da še vedno ustreza, da so podatki prišli enaki kot takrat na prvih analizah. Und eine dieser Quellen, das wäre die von Salutis, da hat es ein ganz großes Hotel früher gegeben, wo sich eben diese Adeligen alle getroffen haben. Und da standen in der Analyse auch drin, dass eben dieses Wasser für die Innereien, für Därme, für Magen und so weiter ideal ist. Ja, eden od teh izvirov Salute, ne, kot smo rekli, zraven je bil tudi hotel, je pokazal, da so to v bistvu voda, ki je koristna za prebavo, za vse, kar je z notranjimi organi povezano, tako kot je gospa včeraj rekla, verjetno tudi ženske bolezni in tako dalje. Und da gab es auch alte Bücher, wo eben sich die Gäste eingetragen haben und hat dann auch festgestellt, dass Frauen, die kinderlos waren, nach dem Urlaub hier Kinder hatten. Mhm. Aber man nimmt an, dass es nicht das Wasser war, sondern wahrscheinlich der Hausmeister. Ja, pogledali so tudi v stare knjige gostov in ugotovili, da gospe, ki so se udeležile tega letovanja v tem hotelu, so ob pridnem pitju te vode kasneje tudi zanosile, ko prej niso mogle, ampak bolj verjetno je bil vzrok v kakšnem hotelskem mojstru, kot pa v sami zdravilnosti vode. Der Hotel ist hier, eben diese Schuhpark, der ist 5 Hektar groß, also sehr groß. Torej, to je ta velik zdravilni park Niederdorfa, ki leži na 5 hektarih vsega skupaj. Und das sind verschiedene Areale aufgeteilt. Je razdeljen na različna področja. Einmal Tennis,
Kost, ganz unten. Na začetku, če prišli z tiste strani, teniška igrišča, šport. Dann für Kultur haben wir eine Seebühne und eine Tribüne weiter unten. Vmes je potem za kulturo takšna tribuna ob jezer postavljena in oder nasproti, se pravi tak kulturni del. Große Kinderspielplätze. Ogromen otroški, ogromno otroško igrišče. Und da auf der anderen Seite eben die ganze Kneipgeschichte. Also in na drugi strani ta Kneipova zgodba, Kneipov park, ki ga bomo tudi pogledali. Muss man täglich zum Beispiel das ganze Becken das Wasser auslassen und nutzen. Če želijo to vzdrževati na takšnem nivoju, potem je na primer ena od stvari to, da morajo poleti dnevno izprazniti ta bazen in ga počistiti in ponovno napolniti z vodo. Das gleiche natürlich überall, wo Wasser ist. Enako velja za povsod, kjer je prisotna voda. Oder hier beim Lehm. Ali tukaj pri platu. To seveda vse skupaj zahteva veliko dela.